Hallo und grüß euch auf dem Kanal von Senior Ness. Heute gibt es ein legales Elixier Farming Tutorial, mehr oder weniger. Ihr braucht nur in die Custom Lobby, also eigene Mutation, gehen und dann auf Blood of Dead. Und dann müssen wir noch die Spielregeln ein bisschen einstellen, dass die Zombies nicht so stark sind. Dann gehen wir mit Bots rein und dann könnt ihr eigentlich legal auf langsame Weise eigentlich Elixier farmen. Aber es kommt heute noch ein Glitch online, da wo ihr mit Glitch Elixiere farmen könnt. Und das ist natürlich ein bisschen easier. Hier machen wir das Schild einfach auf Schildstärke doppelt, dass das Schild nicht immer so schnell kaputt werden kann, wenn dir irgendwer raufschlägt, aber normal wird es nicht kaputt. Hier gehen wir, ganz wichtig, die ganzen Zombies stellen wir auf halbe Gesundheit, die Kriecher stellen wir aus und die Zombieverteilung einfach auf dicht und die schnellste Laufgeschwindigkeit von den Zombies stellen wir auf Gehen, dann kann uns in diesem Glitch eigentlich zu 100% nichts passieren. Also hier seht ihr mehr oder weniger die Einstellungen, die was ich mache. Kann man besser machen, kann man aber auch schlechter machen, wie man es eigentlich will. Ich habe halt die Minibosse könnt ihr nicht ganz ausstellen, weil die Minibosse braucht ihr für das Schildteil. Also da müsst ihr einen killen, dass ihr das Schildteil bekommt, und das kommt ihr sonst nicht. Der spawnt nirgends auf der Map, wenn ihr ihn ausstellt. Hier geben wir die Gesundheit einfach mit 3 Balken auf Plus, dann mit 50.000 Punkte, dass wir gleich am Anfang alles aufsperren können. Man kann aber wahlweise auch die Türen gleich aufsperren, das kann man auch machen, aber man bekommt immer mehr Verbindungsfehler. Also bei diesem Glitch kann es schon passieren, dass du bei 30 bis 60 bis 90 eigentlich einen Verbindungsfehler kriegst, Runde 90. Und umso weniger, dass du am Spiel selber änderst, umso weniger Verbindungsfehler habt ihr einfach. Das ist alles. Dann braucht ihr nur einmal auf Kreis drücken, dann die Spielregeln akzeptieren. Und dann stellen wir einfach 3 Bots dazu, die ganze Arbeit machen. Und los geht's. Und wir stellen uns dann einfach nur mit dem Schild. Wir machen das Schild fertig. Das Schild-Tutorial gebe ich euch noch in die Beschreibung rein. Ihr müsst nur das Schild fertig machen, dass ihr das Schild habt, und dann könnt ihr unendlich schießen, das seht ihr aber nachher gleich. Und ja, die Kaugummi kann man reingeben, muss man aber nicht reingeben, das ist wahllos, wenn ein Zombie nicht mehr kommt oder so und es dauert zu lange. Aber im Prinzip ist ein AFK Round Skip Glitch bzw. AFK Elixier Farm Glitch eigentlich kein Glitch. Reguläres Spielen, das ist ein Fehler vom Spiel. Nicht mal ein großer, du stellst dich eigentlich nur in den Raum rein, vor ein Fenster, dass man immer wieder einen Kill macht, weil das Problem ist das, wenn man mit 3 Bots spielt und keinen Kill macht, dann bekommt man auch keine Elixiere, das Spiel speichert das irgendwie, dass man AFK ist, und dann bekommt man keine Verdienste, gar nichts. Also man muss immer wieder einen Kill machen, und das machen wir eigentlich automatisch. Ich habe die Aufnahme beim Double Elixier gemacht, weil ich es einfach mal machen wollte, um euch das zu zeigen, weil einfach viele diese Methode eigentlich gar nicht kennen. Ihr könnt eben wie wahlweise den Strom auch gleich einschalten, dann erspart ihr euch das. Im Catwalk ist auch alles komplett langsam, weil wir haben ja Gen eingestellt. Ihr braucht nur den Catwalk durch, einmal das Schild herstellen. Und dann hauen wir uns hier hin. Hier brauchen wir ihn auch nur anschießen. Die Bots heben keine Teile auf, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und das eine Schildteil müsst ihr selber aufsammeln, wenn der Brutus kommt. Aber die Bots sind richtig, richtig stark, dass sie den eigentlich relativ schnell down machen, so wie man sieht. Dann einfach den Schlüssel aufnehmen, dann habt ihr das erste Teil für das Schild. Die anderen 2 Teile müssten normalerweise mittlerweile drinnen sein für jeden. Die müsste normalerweise jeder schon wissen.
Also ich renne hier einfach nur durch und hole die ganzen Schildteile. Und wenn wir das haben, dann stellen wir uns einfach in den Raum rein, wo ich es euch dann zeige, und dann könnt ihr unendlich Elixier farmen. Wir spulen mal ganz kurz nach vor, weil da brauche ich nicht unbedingt kommentieren. Oder reden wir über irgendwas? Ich mache jetzt die Videos, wie ihr seht, mache ich ein bisschen anders. Ihr könnt mir auch ein Statement reingeben, was euch nicht passt, was euch schon passt, was ich besser machen kann, was ich nicht ändern soll, weil es einfach gut ist oder so. Also schreibt mir alles rein, überhaupt keine Scham machen. Ihr braucht nur alles reinschreiben, ich versuche alles zu machen eigentlich und will euch so gut wie möglich das beste Content bringen und so schnell wie möglich. Jetzt bin ich ein bisschen hinten nach mit den ganzen Videos, weil ich einfach, wie meine Abonnenten und meine treue Community eigentlich weiß, im Winter ein Haus gekauft habe. Aber das ist jetzt so halbwegs wieder drinnen. Das funktioniert jetzt alles wieder. Alles rennt wie beim Alten. Das Gaming-Team ist auch eingerichtet. Also jetzt werden nachher bald mal die Glitch-Videos und die ganzen Tutorials wieder kommen, weil jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen einarbeiten. Die erste Woche ist immer ein bisschen schlimm, aber dann geht schon wieder. So, und ich fahre mit der Gondelbahn eigentlich nur deswegen rauf, weil es einfach der schnellste Weg ist und ich kann alle drei Bots mit raufnehmen. Es kann dir passieren, wenn du rauf rennst zu schnell, dass die Bots unten bleiben und irgendwie, weiß ich nicht, unten ein bisschen Däumchen drehen oder so. Also hier kommt der aus dem Catwalk raus, ganz einfach, und hier die erste Tür links. Hier gibt es auch die ICR und ganz hinten in diesem Raum ist ein Fenster. Das könnt ihr aufmachen lassen oder ihr lässt es zu. Sie nehmen sowieso alle Power-Ups, also viele Power-Ups, sagen wir so. Und ihr stellt euch einfach hierher, gebt euch ein Gummiringel oder ein Haarband oder eben, es geht auch mit einer Euro, also mit einer Centmünze, dass man den Stick, den Schießen-Stick einfach fixiert, dass man durchgehend schießt. Fertig, den Controller noch anstecken an den Strom, dass der Controller nicht leer werden kann, weil sonst seid ihr dann, wenn der Controller leer ist, einfach im Pause-Modus. Also geht auch mit den Bots in den Pause-Modus reingehen. Also richtig, richtig easy eigentlich. Ich spiele mich da noch ein bisschen, aber ihr seht einfach, dass man eigentlich hier nur stehen muss und es kommt kein Zombie hin. Die Bots, die kriegen da richtig fast jeden Zombie, also den einzigen Zombie, den was ihr killt, das ist der, was aus diesem Fenster rauskommt. Das ist der einzige Zombie und da stellt ihr euch einfach hin, dass ihr ihn erwischt und mit dem Schlüssel. Und es ist auch egal, wenn der Schlüssel voll ist, ihr könnt durchgehend einfach hier stehen bleiben und ihr seid eigentlich im Glitch, unter Anführungsstrichen, reguläres Spiel, weil ich stehe in keinen Glitch drinnen, ich stehe eigentlich nirgends. Die Bots machen die ganze Arbeit und ich mache eigentlich nur Elixierfarmen. Das ist eigentlich nur zum Elixierfarmen. Der nächste Glitch, den was ich online stelle, der ist nachher zum XP-Farmen und zum Elixierfarmen, aber da geht dann alles nochmal um einen Duck schneller. Aber wenn man keinen Glitch verwenden will, kann man eben das verwenden. Das geht relativ gut. Ganz wichtig die Gewaltdarstellung, so wie ihr jetzt gesehen habt, und den Zeichentrick-Modus einschalten, dann habt ihr auch noch weniger Verbindungsfehler. Also hier kann ich nicht sagen Level Up, sondern dann sagen wir Elixier Up, euer Senior Nice. I'm not afraid to die.